Mein Name ist Gabriele Bischoff und ich fange zum 15. April bei der Bewegungsstiftung in Verden an. Ich habe die Geschäfte geführt einer Landesarbeitsgemeinschaft, nämlich die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in Nordrhein-Westfalen, habe dort Gruppen vernetzt, Lesbengruppen vor allen Dingen, aber eben auch LSBT-Gruppen mit einem lesbisch-feministisch-queeren Anspruch. Und daraus entstanden ist dann auch die Idee, eine schwul-lesbische Stiftung aufzubauen, nämlich die Arkus-Stiftung. An dem neuen Job bei der Bewegungsstiftung reizt mich die Zusammenarbeit mit unfassbar vielen engagierten Menschen, die ein oder zwei Vorstellungen davon haben, wie diese Welt, wie diese Gesellschaft besser aussehen könnte. Das ist total schwierig in Corona-Zeiten. Mein erstes Ziel war, alle Menschen kennenzulernen, alle Aktiven, alle AkteurInnen. Und jetzt merke ich, das geht nicht. Wir müssen Abstand halten. Und mein Vorgänger Matthias hat mir dankenswerterweise viele Unterlagen gegeben, durch die ich mich jetzt durchwühlen darf. Und ja, das steht jetzt an. Termine vorbereiten, Veranstaltungen, Videokonferenzen. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Und da freue ich mich irre drauf.